Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Alderle, mit dem Uralderle. Schön, dass ihr reinschaut. Ganz oben auf meiner Liste steht jetzt tatsächlich noch die Brücke hier rüber zu ziehen, das Häuschen zu bauen, die Gärten anzuzeichnen. Das sind so die Dinge, die ich hier machen möchte noch. Aber bevor wir ins Bauen gehen, würde ich jetzt heute mal versuchen, diesen neuen zu bekommen. Wir haben Honig besorgt, wir haben den Strand gesäubert. Ich würde mal ganz kurz folgendermaßen vorgehen, weil ich versuche gleich mit euch den aus dem Wasser an den Strand zu pullen, dass wir den vielleicht da probieren können, weil hier ist gerade wirklich einigermaßen ruhig. Und damit wir hier keine Probleme kriegen, indem der uns dann hilft, wenn wir es vielleicht gar nicht brauchen, mache ich ihn mal auf Passiv. So, jetzt pass auf. Ich habe mir überlegt, dass ich mit dem Floß einfach rüberfahre. Mit dem Floß und mit dem Pederle. So, wir waren da jetzt auch nicht lang rum. Ich habe nämlich das blöde Gefühl, dass Ark auch nur noch einen gewissen Pegel Geduld hat. So, ich kann aber natürlich einmal versuchen, drüber zu fahren. Beziehungsweise müsste ich erstmal gucken, wie der Stumpen eingestellt ist. So, Stumbi. Dich brauche ich auf jeden Fall vom Verhalten her auf Passiv. Bist du? Und du solltest mir folgen. So, machen wir das. Warte mal geschwind. So, ne, nicht das Feuer entzünden. Ich sollte mal die Fackel langsam da wegbauen. So, Stumbi, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, weißt du, hier sind halt auch ein Haufen Fische drin, die etwas größer sind. Das mich wundert eh, dass der noch da ist. Als wir jetzt letztes Mal im Wasser geguckt haben, waren da Megalodons ohne Ende. So, und die Idee wäre doch jetzt einfach, dass ich ihn hier anschieße, dass er aggro wird. Ich mache das mal hier drauf. Zack, auf die 4. Wenn ich ihn nochmal sehe, machen wir die Fackel aus, bitte. Nicht den Schrank auf, die Fackel aus. Sehe ich ihn halt nicht mehr. Doch, da hinten. Oh, da komme ich aber so nicht bei. Scheiße. Das Wasser spiegelt gerade aber auch übel. Vielleicht hat er jetzt aber auch schon einen Kampf mit einem Megalodon oder so. Ich habe das dumme Gefühl, dass der jetzt mit irgendwas kämpft hier. Da er nicht uns gehört, sehe ich die Schadenszahlen natürlich nicht. Leute, ich glaube, wir müssen uns oben einen suchen. Das sieht nicht so aus, als wäre der hier noch frisch. Machen so, falls wir zurückkommen und der nochmal wieder auftaucht, können wir uns ja um den kümmern. Ne, ich glaube, das Thema ist rum. Jo, ganz gut. Ich muss jetzt nochmal Honig holen, dann können wir es nämlich gleich so machen. Ich nehme Honig mit. Ich werde wahrscheinlich auch meine Klamotten ausziehen. Oder? Ah, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, du hast alles, was du brauchst. Das trifft sich gut. Dann nehmen wir mal Honig mit. Wir brauchen ja nicht unendlich viel, ne? Ich würde sagen, so. Den würde ich mir dann da unten drauflegen. Und dann würde ich jetzt gleich mit euch die wichtigen Sachen, die wir haben, ans Floß bringen. Und den Schlafsack nehme ich mal mit, weil ich noch nicht genau weiß, wo wir jetzt gleich einen finden werden. Dann nehmen wir den nämlich auch noch mit. Perfekt. Ja, ja, Digga, du musst jetzt halt nachher wirklich treu mir zur Seite stehen, in dem Sinne, dass du nichts pulst. Weil ich halt nicht weiß, weißt du, ob der uns... Ne, ich glaube, den müssen wir aufgeben. So, Leute. Ist es noch zu früh? Nö, oder? Rex hat der Wurscht gemacht, so mag ich das. Dann weiß ich, dass alles in Ordnung geschmiert, verstehst du? Das Gute ist, wenn wir jetzt Peter dabei haben, können wir auf jeden Fall scouten. Wir haben ein Bett am Floß. Das würde ich aber allerdings kurz umbenennen. So. Umbenennen. Floßbett wie Bachbett. Also hier haben wir jetzt was. Wir haben den Schlafsack und ich würde einfach jetzt die Sachen da lassen, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel Ersatzarmbrust, die Pfeile, den Honig. Ich lasse das alles hier, Leute. Ich poliere da auch nicht in der Gegend rum. Außer das Essen, das nehme ich mal mit. Das Essen nehme ich mal mit. Der Timer ist bei 10 Minuten. Machen wir mal so. Ja, zack. 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 Und dann vielleicht
Die lasse ich mal noch drin. Warum flitzt der? Ja, wegen dem Kleinen. So. Pedal ist auf passiv und folgen, ne? Folge, Alterle, so wie ich es mir vorstelle. So, letzter Blick nochmal ins Meer, ob er nicht doch nochmal aufgetaucht ist, geschwind. Ich sehe den aber nicht mehr. So, hier unten ist jetzt im Moment nichts Gefährliches. War der Türkise nicht bei den schönen Brontos hinten? Passiv und folgen bist du, gell? Ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht durcheinander kommen. So, wir müssen natürlich im Idealfall einen finden, der ringsrum nichts Aggressives auf uns pullen kann. Die Idee ist, Honig hinschmeißen, Minispiel absolvieren und dann gibt es den Knackpunkt. Wenn der Wutbalken voll ist, dann schmeißt er dich, glaube ich, runter. Und du kannst aber auch absteigen, bevor der Wutbalken sich füllt. Wir müssen natürlich erstmal gucken, wo der Wutbalken dann ist und wie wir das sehen. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob, wenn du abspringst, er dann das Minispiel aufhört und dir direkt dann, weißt du, eine mitgibt. Und ich weiß nicht, wenn er dich abschmeißt, ob er dich nicht gleich aufverspart. Und da ich das nicht weiß, habe ich gedacht, ich hänge mir das Peterle mal hinten dran. Dann kann der mit. Und ich habe vielleicht eine Chance, dass ich wegfliegen kann, bis er sich beruhigt hat, weißt du. So als Idee jedenfalls. Ja, hier habe ich ihn eigentlich vermutet. Der Brondo ist schön, gell? Welches Level hat denn der eigentlich? Brauchst du ja nicht abhauen. Ich bin nur nicht so weit, dass ich einen Brondo zähmen kann. Digga, kommt alles. So. Ich sehe jetzt aber hier nix. Da hatte ich ihn eigentlich vermutet, ne? Hat sich gerade angehört, als ob ich... Da ist einer, Leute. Ich habe einen gefunden. Schlafsack habe ich. Ich schmeiß einfach mal eins hin. Ja, nimmt sich's. Sobald er... Jetzt kann ich hin. Ich steig auf. Ja, ich steig auf. So, und ich muss in die Richtung drücken, wo die Pfeile hinten genau draufbleiben mit der Taste, bis er wechselt. Wo ist denn der Wutbalken? Ich traue mich gar nicht weggucken. Ah, da unten baut er sich auf, Leute. Ja, super, den Schlafsack hat sich gelohnt. Sobald es rot wird, musst du runter, ne, von der Tastatur. Oh, der baut sich aber schnell auf, der Wutbalken. Jetzt habe ich mehrfach gedrückt, scheiße. Der ist so sauer auch schon auf mich. Aber ich lasse mich mal abschmeißen, dass ich mal sehe, was passiert, ne? Er hat mich abgeschmissen. Okay, er ist sauer auf mein Peterle. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Ich sitze drauf. Das Peterle lebt noch ein bisschen. Jetzt wäre natürlich interessant, ob das sich nochmal beruhigt, ne? Ich fliege mal zum Ausgangspunkt. Okay, jetzt wissen wir aber, wie es geht. Dann würde ich jetzt beim nächsten Versuch... Wo ist er? Beim nächsten Versuch würde ich dann abspringen, ja? Er hat sich schon beruhigt, Leute. Nee, hat er sich nicht. Er hat nur nicht gewusst, wo wir sind. Er ist immer noch da. Er ist immer noch da und sauer. Ich setze mich aber da hoch. Boah, der ist halt stinksauer. Ja, das hilft uns jetzt gerade leider nicht viel. Ey, kann sein, dass ich jetzt ganz kurz ein bisschen weiter rausfliegen muss. Ja. Problem ist halt, dass ich ihn jetzt nicht gerade pullen will. Pass mal auf, ich fliege jetzt mal auf unsere Insel zurück, aber wenn er ans Wasser geht, müssen wir halt gucken. Ist er noch hinter mir? Er kommt noch, er ist noch da. Und ich darf ihn jetzt halt nicht zum Rex pullen, weil der wird den Rex mit Sicherheit angreifen, oder? Weißt du was, ich fliege jetzt mal hier auf die Spitze und gucke, ob er uns bis dahin folgt. Ansonsten muss ich raus aus der Renderdistanz. Das wäre ja das wenigste Problem. Wichtig ist, dass wir noch leben, ne? Im
Moment sieht es aus, als hätte er sich beruhigt. Ich habe noch nicht mal, weil du da mich auf die Pfeiltasten da achtest, habe ich noch nicht mal geguckt, wie weit der Fortschritt war. Jetzt müssen wir ihn wiederfinden und hoffen, dass der 10-Fortschritt sich nicht unterbricht, wenn man es versaut. Pferd, Schildkröte, da hinten ist er. Ich weiß nicht, ist er eingeklemmt? Nee, ich glaube, er hat sich beruhigt. Ja, ich glaube, der hat sich beruhigt. So, ich schmeiß wieder eins. Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Ich war nicht nah genug. Ich schmeiß noch eins. Oder hängt er da irgendwo drin? Ich glaube, der klemmt da, Leute. Das kann sein, dass er hier drin klemmt. Ich versuche noch eins. Näher gehe ich nicht ran. Mist, der hängt da drin. Jetzt haben wir noch eine Chance, dass ich von oben eins runterschmeiße, ihm direkt vors Maul, dass er nicht sich bewegen muss. Ansonsten muss ich die Bäume wegmachen. Und da habe ich ja jetzt schon gar keine Lust drauf. Ne, er klemmt nicht. Vielleicht braucht er eine gewisse Zeit, bis er wieder frisst. Leute, ich schmeiße ihm hier eins. Er holt sich's. Ein bisschen Damage schadet nicht. Ich bin wieder drauf. Jetzt sehe ich den 10-Fortschritt. Wenn wir gut sind mit den Tasten, kriegt man es vielleicht hin, dass er uns gehört gleich. Loslassen bei Rot. Ah, da war zu kurz. Ja, wir haben den! Jessle! Oh! Ja, am Ende, gell? Ist gar kein Problem. Wir sind Level 133. Kann ich den wirklich ohne Sattel? Jo! Alter, wie geil sind die denn bitte? Okay, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Cool, der kleine Alterle auf dem Riesending. Warum bin ich jetzt runtergeflogen? Baut sich da ein Wutbalken auf? Warte mal, geschwind. Ja, Rexle? Wieso hat er mich jetzt runter? Ich habe gar nicht drauf. Habe ich aus Versehen drauf? Was mir gerade so auffällt, ich habe schon wieder die K-Taste drin gehabt. Ah, was? Wie geil! Muss ich gleich probieren? Muss ich gleich probieren? Komm näher. Oh, aber der Wendekreis wie ein LKW, der gute. Okay, unser Moshops macht mehr Damage. Hey, das kann... Alter, wie hoch springt denn der bitte? Oh, das ist schon meins. Da musste ich erstmal positionieren für den Move. Ich lieb dich schon, Digga. Du machst das richtig, richtig gut. Boah, Alter, der Wendekreis, weißt du. Boah, hat mir den Stein weggeballert. Hat er den Stein weggeballert? Du brauchst gar nicht abhauen, Digga, ich hab dich schon gesehen. Oh, daneben. Müssen wir natürlich erstmal rausfinden, was der noch alles drauf hat, ne? Leute, wir haben unseren ersten Honigbeißer. Ich nenne den auch Honigbeißer. Schildi, mach Platz. Ich will zum Loot-Drop. Ey, der wird schneller, gell? Wenn man drauf bleibt eine Weile. Guck mal, wie der abgeht. Stopp. Bremse hat er auch gute. Du bist ein guter, bist ein toller. Ja, ich graul dich. Allerle. Sehr, sehr geil. Nehmen wir mit, oder? Nehmen wir mit. So, komm zurück zum Floß. Ich muss aber jetzt mal kurz gucken, wie viel Speed da drauf kriegt. Ey, schön, dass es geklappt hat. Und das Coole ist, jetzt bauen wir dann ein bisschen, oder? Ja, da sind die Steine im Weg. Das macht uns aber nichts aus. Ist es eigentlich auch ein Angriff dann, wenn er da so ankommt? Warte mal, ich dab mal. Ne, bei der Schildkröte stoppt er. Alter, wie gut. Was halt richtig geil ist, hier der da, ne?
Boom. Und über der Brandung drüber köpft. Hessle, Gardessle. Du, das ist gut. Ja, ich wäre mal ganz kurz. Brauchen wir keine Brücke mehr. Wumm. Ja, mach den Stein weg. Mach den Stein weg. Er macht ihn wirklich weg. Und dann ganz gemütlich aufs Flo. Ach so, kann der schwimmen? Also, warte mal, da muss ich aber das Peterle kurz. Oh oh. Hallo. Du bist fast ein Einhorn geworden. Dir fehlt eigentlich nur das Horn. Ist wie Einhorn, nur ohne Horn. So, Peterle, pass auf. Stückle. Ja. Du bleibst kurz hier. Achso, falls da diese Spookies kommen. Komm, ich bring dich aufs Floß. Fühle mich auch besser. Hast du gut gemacht, deinen Job? Hast mich vorhin einmal gerettet komplett. Ah ja? So, ich will kurz mit dem Honigbalser gucken, ob ich schwimmen kann. Ey, schön. Und ein schönes Tier ist es, Leute. Ey, ja, gefällt mir richtig gut. So, Digga, schau mal, ob du da rüberkommst. Ich weiß ja nicht, ob da... Leute, ist der schnell unter Wasser, oder? Der ist gut. Also zum Tauchen weiß ich jetzt nicht, aber... Hallo, ich bin neu hier. Mal gucken, weil er wirkt ja schon böse und aggressiv ein bisschen. Mal schauen, ob er sich entscheidet, separat zu stehen oder was er macht. Wo läuft er hin? Ich glaube, er hat gefunden, was er sucht. Ja, genau, da gehörst du hin, Digga. Pupsi? Yesle! Wie komme ich denn jetzt wieder rüber? Ich will ja nicht unbedingt die Haifische hier, ne? Leute, wir gehen Material besorgen. Warte mal, habe ich alles auf dem Floß, gell? Wir holen uns Mats, wir müssen die Brücke hier bauen. Ich will nicht jetzt mal mit dem Floß. So, die engste Stelle wäre hier. Naja, komm, das wird jetzt schon hinhauen. Das sind ja nur ein paar Meter. Boah, Alter, geht es weit runter. Oh, da müssen wir demnächst aber mal fast tauchen gehen, Leute. Also, jetzt haben wir schon mal einen. Ich habe nicht mal geguckt, ob Mädel oder Weible, weil es einfach so egal war gerade. Ach so, jetzt habe ich meinen Moschops drüben. Jo, komm, ich hol kurz den Moschi, dann gehen wir Mats holen. Beziehungsweise, ich könnte ja eigentlich... Aber der Neue hat einen super Wendekreis. Das ist eigentlich nicht so meins. Ich finde ihn total gut. Hat seine Daseinsberechtigung. Wir werden auch noch rausfinden, was er alles kann. Wir machen auch bestimmt noch eine Tour mit dem. Aber ich brauche was Wendigeres. Oder etwas, was bei dem Wendekreis auch eine gewisse Größe hat. Also ein Spino. Wir müssen sowieso überlegen, wenn wir das mit den Bossen wirklich wahr machen wollen, brauchen wir eh die eine oder andere Dino-Armee. Ne? Und ich habe ja überlegt, ob ich mir dann eine Spino-Armee mache. Megatheriums brauchen wir wahrscheinlich dann auch. Weil die Standardbosse sind ja hier drin. Also die Spinne und der Gorilla zum Beispiel. Und ich glaube der Drache, gell? Ja, kuschelt nur, kuschelt nur. So, pass auf. Meine Süßen, ihr habt am Futterdruck alles. Ja? Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Ob da auch Fleisch drin ist. Wie süß, dass er da hinten in der Menge, weißt du? So, pass auf. Honig machen wir hier rein wieder. Sehr, sehr geil. Also die können wir uns jetzt dann nach und nach holen, wenn wir sie hier vorne wieder sehen. Und hey, weißt du was? Ich will, glaube ich, wir müssen demnächst mal eine Scout-Runde machen, dass wir hier mal das Festland erkunden, Fragezeichen aufdecken und wir müssen auf jeden Fall auch die anderen Welten... Wo habt denn ihr... Frage in die Runde, Leute. Wo habt denn ihr eure Hauptbasis? Weil ein bisschen habe ich jetzt Bedenken, die hier hinzusetzen, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind ja später mobil, wir haben die Teleporter-Mod auf jeden Fall installiert. In die neuen Karten kommen wir auch übers R-Menü. Ich würde den Eingang hier von diesem... Ich würde da gerne meine Base bauen. Aber mich würde mal interessieren, wo habt denn ihr sie schließlich gebaut? Weil manche von euch spielen ja schon länger. Nicht, dass dann irgendwie, weißt du, dass ich zu weit vom Schuss bin. Aber mir gefällt eigentlich der Spot ziemlich gut. Dann hätten wir hier eine Garteninsel. Da drüben könnte man einen kleinen Aussichtsturm machen. Dann haben wir hier diese Wasserstraße, die dann zu unserer Base führt. Ich fände das schon ziemlich gut. Aber würde mich mal interessieren. Und Frage in die Runde 2. Vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir so zur Mitte der Staffel hin. Wobei es wird schwer, die Mitte rauszufinden. Aber im Moment ist bei mir, kriege ich es nicht hin, aber später vielleicht, dass wir eine Galerie wieder auf die Homepage machen, wenn ihr Bock habt. Weißt du, wie schon mal so thematisch, dass ich sage, okay, jetzt Bilder zu eurem Lieblingsdino auf Yordur. Dann schickt ihr ein Bild mit eurem Dino ohne User-Interface wieder, später eure Base und so, dass wir so thematisches Bilderbuch wieder machen.
Könnt ihr mal Bescheid sagen, ja? Und wo ihr eure Base gebaut habt. Einfach grob umschreiben, ihr müsst da jetzt keinen Roman, einfach so in etwa, ja, hab auch am Anfang gebaut, kommt super klar, oder nee, wart mal lieber. Weißt du, so irgendwie, dass ich ein bisschen ein Vorfreude-Feeling kriege, ohne dass ihr mir die ganze Map spoilert. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, Leute, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt Mats holen und dann würde ich sagen, fangen wir an mit... Mit was fangen wir denn an? Moschi nehme ich mit, das heißt, ich muss mir auch wieder 10 Pfeile bauen. Wie sind wir denn vom Level aktuell, Diggerle? Die Flinte kannst du bestimmt schon. Naja, dann können wir aber noch die Dinger noch nicht, ne? Die Flinte. Ja, weißt du was? Jetzt hole ich erstmal einen Schlag voll Mats. Wer geht mit? Du gehst mit. Du gehst mit, ja. Ich habe das schon geahnt, dass du mit dabei sein möchtest heute. Ey, wir haben den neuen. Schade ist nur, dass der eine hier offensichtlich im Meer versunken ist. So, pass auf. Ich brauche auf jeden Fall eine Armbrust. Ich brauche Pfeile. Ich benötige eine zweite. Weißt du was? Ich richte mich mal einmal komplett her. Auf der ersten Armbrust 10 Pfeile. Auf der zweiten die Töter. Die nehmen wir. Und die nehmen wir. Das hatte ich dabei. Die Bolas hatte ich dabei. Den Honig, den können wir hier rausklicken. Fleisch bleibt hier. Das andere benutze ich alles nicht. Das lassen wir dann so. So, jetzt genießen wir vielleicht auch mal gerade kurz einen Moment, dass hier vorne alles frei ist. Weil ich finde die Location hier schon ziemlich gut. Gerade weil ich da oben, ich habe da so eine Vision, wie ich den Durchgang hier für uns nutze. Dieses in Stein gemeißelt. Ah, ich habe schon so schnell immer Visionen. Jetzt machen wir erstmal, würde ich sagen, ein bisschen Stein. Was wir auch machen müssen... Wir machen folgendes, Leute. Wir holen jetzt eine Handvoll Stein, dass ich morgen die Brücke bauen kann. Vielleicht mache ich ein kleines musikalisch unterlegtes Speed zum Beginn der Folge. Und wir hocken uns gleich jetzt dann nochmal aufs Pederle und gucken mal, ob wir Ankylosaurier und Dings finden. Die Lofo? Ne, die Lofo hießen sie nicht. Doedicus. Weißt du, dass wir Tiere haben, mit denen wir ein bisschen Mats holen können? Kann ich dich belasten eigentlich? Nein, tu's nicht. Wie schwer bin ich denn? Jetzt habe ich das gute Ding rauskauen, gell? Jetzt habe ich das gute Verdorbene rauskauen. Weiß ich, muss halt immer gleich ausladen. Und ich überlege, ob ich ein paar Spikes an die Inseln setze. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendwann doch mal was auftaucht, ne? So steil, jetzt machen wir jetzt alles mal rüber hier. So. Moschi, ich hätte eigentlich ganz gerne, dass du mir folgst, wenn ich hier so rumtouren. Machen wir erstmal eine fette Stein. Ich glaube, ich möchte eine Stein. Möchte ich eine Steinbrücke mit Holz. Geländer. Ja, möchte ich gerne. Ja, die waren doch auf der 7. Ja, alles gut. Das machen wir jetzt kurz. Wir machen eine kleine Mini-Scout-Runde. Ankylosaurier, Doedicus. Plus, eventuell finden wir irgendwo ein Kristall oder zwei, dass ich mir die, das Fernglas bauen kann. Fernglas ist einfach eine geilere Nummer. Machen wir. Und dann können wir uns ein ordentliches Trinkglas bauen, weißt du? So ein bisschen kann ich noch. Das bringe ich mal zurück. So zwei Stack Steine, die ich schon gern... Der macht mich die ganze Zeit schon an hier, weil er so dunkel ist, ne? Ist aber auch nur ein normaler Stein, oder? Perfekt. Di-di-di-di-di-di. Den kannst du nicht abbauen, glaube ich nicht. Das bleibt halt als Relikt dann hier, ne? Wenn wir hier bleiben sollten. Okay, bis jetzt ist alles ruhig. Ja, Moschi, schön, dass du da bist. So habe ich es mir vorgestellt. So, jetzt haben wir noch nicht mal 1000 Steine, Leute. Muss ich nochmal ran. Sag mal, finde ich das Verdorbene, das ich rausgeballert habe? Das hätte ich schon gern behalten eigentlich. Danke. Wenn wir Karotten finden, mache ich das Pferd auch. Machen wir noch einmal komplett die Tasche voll mit Stein und Holz, Stroh und so, das besorge ich dann. Und dann machen wir morgen auf jeden Fall unsere Brücke. Dann kann ich zukünftig auch mal kurz rüberreiten. Weißt du, wenn irgendwas ist, brauche nicht jedes Mal aufs Floß hocken. Floß macht zwar Spaß, aber für so kleine Strecken ist es auch irgendwie extrem. Ey, heute haben wir uns schon rentiert. Wir haben den neuen.
Ja, wir müssen jetzt dann auch los. Ich meine, die Zeit ist ja nicht ewig, ne? Wir noch ein bisschen was sehen wollen heute. So, komm, das reicht. Das reicht. Bringen wir das kurz weg. Habe ich eigentlich die Dings schon gebaut? Die S-Plus-Werkbank? Ich glaube nicht, gell? Komm, wir gehen mal kurz rüber. Da. Ich muss die Brücke aber normalerweise so bauen, dass ich mit dem Floß durchkomme, ne? Also muss ich sie doch irgendwo höher ziehen. Oder ich setze... Hey, wir bauen uns da schon eine Brücke, so dass ich mit dem Floß durchkomme. Und zwar so, dass auch das Segel nicht hängen bleiben wird. Brauchen wir vielleicht ein, zwei Mats mehr, aber dann haben wir es schön, weißt du? So, warte mal, weil ich es gerade sehe. Bleib du mal sitzen. So. Rexel, dich muss ich, glaube ich, wieder umschalten, sonst wirst du vielleicht irgendwann von was Kleinem gefressen, weil ich dich auf Passiv habe. Sehr schöne Runde und ein bisschen Stein haben wir auch schon besorgt. Jetzt überlege ich gerade, ob es von der Symmetrie her wäre, mir es eigentlich egal. Aber stellt euch mal vor, ich baue die Brücke als Verlängerung vom Eingang unseres Hauses. Schön, dass du vorne dran einen Kackerl gemacht hast. Dann kämen wir da hinten raus. Das will ich nicht. Nee, das will ich nicht. So, warte mal, ich stelle dich zurück. Willst du ein bisschen mit der Rosa an den Kuscheln? Ja, wahrscheinlich schon, gell? Seltene Blume. Hat sich schon gefreut, dass du heute auf Tour warst. Erzählst du ein bisschen. Und wir gehen scouten, Leute. Wir gehen scouten. Wo habe ich meinen Lederbeutel? Den habe ich gar nicht mehr. Ja, du bist zwar ein Guter, aber halt auch ein Kleiner. Ich will dich nicht verletzen, weißt du? Nur ob der Lederbeutel da drin ist. Ja, hier ist er. Machen wir auf die 8. So. Wie gesagt, ausräumen tue ich, wenn ich zurück bin. Wir machen jetzt Folgendes. Wir scouten jetzt einfach mal ein bisschen hier die vordere Gegend kennen, weil ich habe hier noch keinen Ankylosaurier gesehen. Ich habe hier noch keinen Dödi gesehen. Frage mich gerade. Gut, über die Bärchen für den Dödi, die kriege ich auch besorgt. Ankylosaurier frisst Fleisch. Komme ich dem eine Handvoll Zeug mit? Weil mit ihm hier in den Kampf rein ist ein bisschen... Ja, machen wir lieber so. Kann auch sein, dass die auf einem anderen Map-Abschnitt oder so sind, ne? Oh, du hast aber nicht mehr viel Zeugs hier drin. Davon schon, ja. Digga, wie wär's denn, wenn ich es dir einfach mal rüberschnalz, weißt du? So, jetzt, Leute, auf geht's. Ganz kurz nochmal auf die Map. Ja, wir meiden halt Schneegebiet, würde ich sagen. Einfach mal die Ränder zum Schneegebiet freilegen. Vielleicht können wir das machen. Da haben wir so ein ganz kleines bisschen auch ein Scout-Ziel. Also hier haben wir auf jeden Fall Metall. Aber kein Kristall. Ne? Kann auch sein, dass Kristall hier im Schneegebiet ist. Aber da bin ich, glaube ich, noch nicht wirklich gut angezogen. Können wir mal reinfliegen? Aber mal gucken. Ey, da hinten ist ein Lila, ne? So, ich gucke auf die Temperatur. 5 Grad. Tagsüber geht's, wenn kein Sturm kommt. Ey, ich liebe das Schneegebiet in Ark. Kriegen wir den Lilanen? Ich glaube, das Level dafür hätten wir. Laufen da Pinguine rum? Oh, da hat's doch die großen Walfische drin. Oh, shitty, Schmidi. Ich flitze da mit meinem Floß immer rum, als wäre nie was. Hallo. Ja, ich werde mir alle... Guck mal hier, der fette... Ey, wenn der sich befreit, da rumsaust, brauche ich nie wieder mit dem Floß. Also die Barleck. Haja. Aber ich kann hier mich bewegen im Schneegebiet. Kann jetzt nicht sagen, was für Wettereffekte hier dich überraschen können, aber wir können uns bewegen, Leute. Ey, da hinten wird es ja auch wieder grün, ne? Ich guck nochmal. 5 Grad und wir haben jetzt aktuell 12:44. Also mittags können wir. Es hat die großen Walfische drin. Das letzte Mal, als ich so eine Struktur gesehen habe, waren Wyvern. Und ich erinnere mich, er fragt noch, gab es das auch? Ich glaube, wir haben hier schon was für uns gefunden. Sobald halt der Eiswürfel auftaucht, sind wir weg, ne? Wollen wir da mal rein? Das sieht doch aus wie heiße Quellen hier, oder?
Wenn halt eine Wi-Fi kommt, kann es sein, dass wir draufgehen, weil... Alter, wie geil ist das denn, die Ecke hier? Ja, ja, da hat es auch Kristalle. Aber hey, Kristalle wollten wir doch eigentlich. 11 Grad, Leute. Oh, da fällt mir gerade was ein, was wir uns dieses Mal auch holen können, wenn es hier gibt. Sag mal, kann ich hier vielleicht einfach meine Spitzhacke mal ansetzen? Ja! Ja! Das war's, wir haben Kristall gefunden. Um gar nicht so schwer dran zu kommen. Ich habe natürlich den absolut besten Träger dabei. Kann der mich noch tragen jetzt oder ist vorbei schon? Geht noch. Also, Kristall gefunden. Ah, Mensch, wie hießen denn die coolen Saurier nochmal, die wir... Da vorne ist er doch. Wie hießen die nochmal, Leute? Mir fällt der Name nicht ein. Ich löse das mal mit einem Frage in die Runde. Die möchte ich auf jeden Fall wieder. Glaubst du, dass mir jetzt der Name nicht einfällt? Mit denen, die springen nämlich auch. Das sind für mich die besseren Raptoren, wenn du mich fragst. Oh, Alter, wie geil ist das denn hier? Vielleicht ist ja das noch ein coolerer Baseplatz. Hier kann man durchfliegen. Wie viel Grad hast du? 11? Ey, Leute, ich habe das blöde Gefühl, dass der Baseplatz noch eine ganze Ecke geiler wäre vielleicht. Hier hätte man Zugang. Dann hätte man hier einen kleinen See. Gibt's Anglerfische auf Fjördu? Gibt's eventuell Günnis auf Fjördu? Okay, hier drin will ich dann doch nicht wohnen. Das sind nämlich die Fledermaus. Oh oh! Oh oh! Ist das eventuell sowas wie Dungeon? Ich weiß es nicht. Ich bin abgesprungen. Nee, ich bin nicht abgesprungen. Ich wurde abgesprungen. Mensch, wie hießen die nochmal? Ihr sagt mir es bestimmt, gell? Leute, mein erstes Ziel haben wir erreicht. Jetzt haben wir noch. Naja, weißt du was wir machen jetzt? Warte mal geschwind, ich muss kurz was gucken. Weißt du, was wir machen? Wir machen dann morgen zum Eingang... Ah ne, ich will dir Material besorgen, gell? Ja, aber hey, komm. Das Ziel war, Ankylosaurier finden, Dödi oder Kristall. Oder alles drei. Eins haben wir schon mal. Pass mal auf, ne, dass hier irgendwelche Katzen im Baum hängen. Oh, oh, und da hinten habe ich, glaube ich, einen Dimorphodon gesehen. Ich hau ab. Leute, morgen geht's weiter. Wir bauen uns die Brücke vorne auf. Ich werde mit dem Floß nicht mehr so viel machen, denke ich mal. Bauen wir uns die Brücke auf. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht einmal diesen Port endlich machen. Dann haben wir wirklich ganz, ganz viel schon weg von der Liste, auf der ja ständig neue Dinge dazukommen. Entsprechend haben wir ja jetzt drauf, Ankylosaurier finden, Dödi finden, Fernglas bauen, Trinkglas bauen. Morgen geht's weiter. Traumhaftes Ende, Kristall gefunden. Ich freue mich auf euch. Bis dann, Leute. Hallo, da bin ich nochmal. Ich wollte gerade nämlich gucken, wo ich hier landen kann, weil ich keine Energie mehr habe. Und guck mal, was mir gerade hier entgegenflitzt. Den holen wir uns doch, oder? Den holen wir uns. Allerdings wird es jetzt hier, glaube ich, bald kalt. Wie viel Uhr haben wir? 13:53. Wie viel Zehnpfeile hast du dabei? Weißt du was? Morgen zum Einstieg in die Folge machen wir das. Und ich schneide dann die Materialbesorgung oder mache dann eine kleine musikalische Unterlegung, dass wir die Brücke noch gebaut kriegen. Es kommt ja meistens anders, wie es kommen soll. Den nehmen wir uns morgen, Leute. Ich freue mich drauf. Bis dann.